Bei dem Tempo stehen wir noch eine Stunde an. Morgen, da bin ich wieder. Bereit mit einem Belly ein neues Gewässer unsicher zu machen. Das Wetter soll auch gut werden. Wünscht mir viel Glück. Ich bin jetzt auf dem Wasser. Meine Taktik ist wie auch beim letzten Mal, ich suche mit einem Jig die Fische und wenn ich die gefunden habe, dann fische ich die Stelle mit dem Carolina Rig gründlich aus. So ist erstmal der Plan. Ich melde mich, wenn es Fisch gibt. Zum Thema Carolina Rig. Ich finde es immer irritierend, dass man die Länge des Vorfaches mit der Länge der Absinkphase kombiniert oder erklärt. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Es gibt genau eine Absinkphase und das ist, wenn man den Köder einwirft, das Blei ist auf dem Boden angekommen und dann sinkt der Köder die entsprechende Länge des Vorfaches langsam zu Boden. Wenn man das Carolina Rig dann allerdings animiert, dann hat die Länge des Vorfachs eher was damit zu tun, wie schnell man den Biss merkt und wie direkt die Bewegungen des Bleis sich auf den Köder übertragen. Umso kürzer das Vorfach, umso direkter der Kontakt natürlich. Ja, wenn ich hier das Blei habe und das bewege, dann bewegt sich der Köder entsprechend schnell dahinter. Umso länger das Vorfach ist, umso verzögerter die Bewegung des Köders. Was für einen Vorteil habe ich damit? Ganz einfach. In dem Moment, wo ich das Blei hier vorne bewege, zieht der Köder nach. Und in dem Moment, wo der Köder nachzieht, entlastet er das Vorfach. Der Fisch hat dementsprechend mehr Zeit, den Köder einzusaugen. Beziehungsweise die Distanz ist größer, der Fisch saugt den Köder ein und spürt keinen Widerstand. Natürlich ist die Verbindung dann eben indirekter. Das Carolina Rig ist in der Regel auch nicht zum Jiggen, sondern zum Schleifen gedacht. Das heißt, ich müsste ja, um die Absinkphase des Vorfachs auszunutzen, das Blei immer mindestens um einen halben Meter nach oben bewegen, um den Köder erstmal nach oben zu bewegen. Und dann nochmal einen halben Meter, um die Absinkphase auszunutzen. Also im Winter ist das suboptimal, weil da will ich die Stellen langsam ausfischen. Im Sommer, okay, da kann man das machen, aber im Winter bringt das keine Vorteile. Oh, das gab mal einen guten Einschlag gerade. Aber so vom bisher was ist es, glaube ich, nicht. Der ist viel zu doll reingepockt für den Barsch. Haut doch ständig. Ja, sag ich ja. Na gut. Oh, guter Hecht sogar. Ganz
erster Biss, erster Fisch. Leider nicht der Zielfisch, aber auch so ein mittlerer Hecht trägt er zur Motivation bei. Hat sich den 4 Zoll Soft Swim Bait am 11 Gramm Kopf geschnappt. Ja, ein bisschen Federn lesen musste ich dabei auch. Aber jeder, der regelmäßig auf Hecht fischt, der kennt das. Gehört irgendwie dazu. Nicht schlimm. Meine Hoffnung, dass wir jetzt die Fische gefunden haben. Ich mache erstmal noch weiter mit dem Jig. Drückt mir mal die Daumen, dass das noch weiter klappt. Tag Nummer 2, neues Gewässer, das Wetter kaiserlich, die Temperaturen fröstlich, die spielen in letzter Zeit ganz schön verrückt. Mal gucken, ob sich das auf die Barsche auswirkt. Packen wir es an. So schnell konnte ich gar nicht die Kamera einschalten, wie der erste Fisch eingestiegen ist. Schöner Barsch, denke mal so um die 25. Geil. Das ist ja mal ein Auftakt nach Mars. Ich glaube, es war der dritte Wurf und der erste Barsch hing. Zeitgleich hat Christoph dann auch noch einen schönen Fisch gehakt, der ihm leider ausgestiegen ist. Na Mensch, besser kann es ja eigentlich gar nicht anfangen. Na gut, wenn der Fisch nicht ausgestiegen wäre, wäre es besser gewesen natürlich, aber grundsätzlich Aktivität. So, Fisch dran. Das ist ein Hecht. Oh ja, ein ganz guter. Oh. Jo, hab ich. Ich setze heute mal auf Green Pumpkin Chartreuse. Warum? Eigentlich bin ich gar nicht so der Freund von solch unnatürlichen Farben. Aber ich dachte mir, vielleicht sind die Barsche schon im Kopf so ein bisschen beim Leichen. Dann müssen sie gereizt werden. Des Weiteren ist das Wasser hier auch ein bisschen trüber. Scheint sich bis jetzt als gar nicht so schlechte Wahl rauszustellen. Bin jetzt nochmal an die Seite rangefahren, die Beine vertreten und mal eine ordentliche Aufnahme zu machen. Der Wind hat nämlich ganz schön aufgefrischt. Nach dem furiosen Beginn mit dem Hecht und dem Barsch ist der Rest der Zeit relativ ereignislos vergangen. Nico hat eben noch einen kleinen Schniepelhecht gefangen, aber ansonsten gab es erstmal nichts. Aufgeben ist keine Option, wir bleiben weiter am Ball und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Fisch. Ich habe jetzt 3 mega vorsichtige Bisse gehabt und damit die Fische vielleicht ein bisschen beherzter zupacken oder den Köder länger festhalten,
gebe ich dem noch mal ein bisschen extra Flavor mit Mega Strike. Hat ein starkes Knoblaucharoma. Vielleicht bringt das ja was. Ist auf jeden Fall sehr haltbar. Also muss man nicht wie irgendein Spray alle paar Würfe neu einsprühen, sondern das hält jetzt erstmal eine Weile. Na, mal schauen. Es hat wirklich nochmal funktioniert. Endlich. Kein großer. Aber noch ein Zierfisch. War das wichtig? Weit entfernt vom kapitalen Barsch, aber ein Fisch mit Symbolcharakter zeigt einfach, dass Ausdauer sich früher oder später dann eben doch bezahlt macht. Ich bin umgestiegen auf den Pintail in 4 Zoll und habe den wirklich in Zeitlupe am Carolina Rig über Grund geschliffen. Das hat dann irgendwann funktioniert. Ich hatte ja vorher schon den ein oder anderen vorsichtigen Biss gehabt. Aber es ist echt eine zähe Nummer. Angeltag ist vorbei. Auch an diesem Gewässer wurde uns nichts geschenkt. Ursprünglich waren wir zu dritt. Ich habe jetzt als letzter das Wasser verlassen. Es war sowieso irgendwie komisch. Wir waren zu dritt beim Angeln und doch irgendwie alleine. Getrennt angekommen, getrennt die Bellyboote gewässert, so stückchenweise das Wasser verlassen, bloß nicht zu nahe kommen. Auf dem Wasser hat man ja sowieso beim Bellyboot fahren immer ein paar Meter Abstand, aber ja, ich hoffe, die Situation ändert sich bald. Die Fische, die kamen, die waren wirklich hart erkämpft. Die Barsche haben langsam, glaube ich, anderes im Kopf, als auf unsere Köder zu beißen. Aber trotzdem, der ein oder andere Fisch kam dabei raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und bis dann sage ich nur, Petri Heil.